So, hallo, willkommen zu einem neuen Pen Spinning Tutorial. Heute zu dem Trick, dem Double Infinity. Yeah. Einer meiner Lieblingstricks. Aber nicht mit dem Stift. So. Empfehlenswert ist dafür ein langer Grip, nicht so wie bei dem Stift. Der ist so kurz. Geht nur bis von da bis da. Da ist das ganze Blau. Ist besser, finde ich. Also, dazu müsst ihr können einen Infinity. Aber der ist sehr schnell gelernt. Und halt die Elemente Wiper, Wipe Reverse und Pass-Through. Pass-Through ist das, wenn ihr den so habt. Und dann einfach hier so durch. Und dann geht das Ganze. Also ihr macht einen Infinity. Aber anstatt das hier beim normalen Infinity geht ihr wieder zurück. Das macht ihr nicht, sondern ihr geht, bleibt da, macht den sogenannten Pass-Through hier runter und dann von der Position hier, ja, dann habt ihr den so ungefähr, und dann müsst ihr den so durchkriegen, ja, damit es dann so ungefähr aussieht, ne? So sieht es dann aus. Und halt. Also. So, Infinity. Up. Runter. Und unter euer Mittelfinger auf den Zeigefinger oben drauf. Dann einfacher ist es, wenn ihr dann eure Hand so dreht. Dann einfach wieder euren Wipe Reverse macht. Ne? Das ist eigentlich der Double Infinity im Großen und Ganzen. Jetzt probier's doch nochmal mit dem Stift hier. Ja, geht schon. Naja, nicht so schön. Naja, auf jeden Fall, das ist am Anfang recht schwer. Also am Anfang würde ich es jetzt nicht so gleich schnell probieren, sondern einfach mal so dann Schritt für Schritt. So. So und so, dann kommt es nach einer Zeit. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal einfach, ne?